Ich habe mich für eine Weiterbildung entschieden. Ich habe einfacher Mediengestalter gelernt, in der Druckerei auch. Und man weiß, wie die Branche aussieht und man muss einfach zusehen, wo man in Zukunft bleibt. Ich arbeite in einem kleinen Unternehmen, das ist ein Familienbetrieb. Und irgendwann stellt sich natürlich die Frage, möchte ich das weiterführen oder nicht? Das ist ein Betrieb, der ist von meinem Großvater gegründet. Mein Vater führt ihn derzeit noch. Und wenn es gut läuft, könnte ich mir mittlerweile auch vorstellen, den Betrieb zu übernehmen. Und wo ich früher vor der Weiterbildung gesagt hätte, das würde ich niemals machen. Die Weiterbildung kann ich definitiv weiterempfehlen. Gelohnt hat sich die allemal. Selbst wenn ich nicht in diesem Betrieb bleiben würde, bin ich sicher, dass ich einfach eine Stelle irgendwo anders auch kriegen würde. Die Weiterbildung ist Teil meiner Ausstiegsstrategie aus der Selbstständigkeit. Als ich mich selbstständig gemacht hatte, wusste ich nicht, ob ich damit erfolgreich bin. Und als Ausstiegsstrategie sozusagen habe ich mich um die Weiterbildung zum IT-Professional bemüht. Es war ein sehr hohes Niveau, würde ich sagen. Also hohes Maß an Eigenverantwortung. Und insgesamt hat es den Horizont erweitert. Also war super.